Hallo ihr Lieben, heute wollen wir über die Parodontitis sprechen, über die Parodontitis-Therapie und speziell über den PA-Status. Was es genau ist, wie sich das im Laufe der Therapie entwickelt und wenn wir dann später nochmal einen Status aufnehmen, wie der dann nach der Therapie aussieht, das wollen wir heute besprechen. Ich zeige euch heute gewisse Fälle, die wir bereits gemacht haben. Hallo und herzlich willkommen auch zu diesem Videobeitrag. Heute möchte ich mit euch PA, die Parodontitis-Therapie, besprechen. Und zwar möchte ich euch den PA-Status zeigen von einigen Patienten, wie sich der entwickelt hat vor der Parodontitis-Therapie bis hin nach der Parodontitis-Therapie einige Monate danach. Das möchte ich euch direkt am PC zeigen und euch einige Fälle vorstellen. Bis gleich. Und genau hier sind wir mitten im ersten Fall. Dieser PA-Status, den wir bei den Parodontitis-Patienten benutzen, besteht aus zwei Zetteln. Ja? Blatt 1 ist genau dieses Blatt, was ihr jetzt hier seht. Das ist der obere Teil des Blattes. Es gibt dann noch einen unteren Teil. Hier geben wir Dinge ein, wie zum Beispiel, ist der Patient ein Diabetiker? Konsumiert er Zigaretten? Hat er schon mal eine Parodontitis-Therapie gehabt? Und das erkennen wir hier oben zum Beispiel, dass der Patient Tabakkonsum, circa 15 Zigaretten, ist hier kein Diabetiker. Und hier wird auch gefragt, ob schon mal eine Parodontitis durchgeführt wurde in diesem Bereich. Bei diesem Patienten noch nicht. Und was für eine Diagnose ich gestellt habe. Und dann gibt es noch weitere Parameter, die wir eingeben, wie zum Beispiel der röntgenologische Knochenabbau. Dazu brauchen wir natürlich ein Röntgenbild. Oder ob der Patient schon mal Zähne verloren hat aufgrund einer Parodontitis. Nein, in diesem Falle. Und ob der Patient einen Knochenabbau hat. Und hier in dem Bereich von bis zu 5 mm haben wir hier angekreuzt. Und da können wir gleich zum unteren Teil des Blattes kommen. Und im unteren Teil des Blattes sehen wir ab hier Ausmaß und Verteilung sowie Grad, Progression haben wir eingegeben, dass es sich um eine generalisierte Parodontitis handelt, wenn mehr oder gleich 30% der Zähne betroffen sind mit einer Parodontitis, das heißt Taschentiefen 4 mm und tiefer. Und bei Grad und Progression teilen wir unsere Patienten in Grad A, B und C ein. Und wir haben hier den Knochenabbauindex, den wir berechnen. Dann haben wir die Frage: Diabetiker ja, nein, nein und rauchen ja. Und da es mehr als 10 Zigaretten sind, kommt der Patient automatisch in Grad C, wobei ich sagen muss, jeder Raucher, der ja mehr als 10 Zigaretten raucht, bekommt dann sozusagen automatisch 6-mal von seiner Krankenversicherung in den nächsten 2 Jahren nach der Parodontitis-Therapie 6-mal eine UPT bezuschusst. Das heißt, 6-mal eine unterstützende Parodontaltherapie, eine Zahnreinigung, ganz einfach gesagt. Übernommen von der Krankenkasse komplett. Das finde ich als Behandler nicht so gut. Finde ich als Behandler nicht so gut, weil dann sozusagen die Patienten sagen: Ach Mensch, deswegen bekomme ich das bereits bezahlt. Ja, dann gebe ich das Rauchen natürlich nicht auf. Von daher so die Schlussfolgerung, der Gedanke, der hinter diesen Köpfen steckt, den finde ich jetzt nicht so gut. Aber das ist jetzt so vorgeschrieben durch diese neuen Parodontitis-Richtlinien, die uns vorgelegt wurden. Dann haben wir, das ist jetzt Blatt 1 gewesen. Wenn wir jetzt weitergehen zu Blatt 2, haben wir natürlich die Zähne, die wir messen. Und ihr seht hier, da sind rote Zahlen drin. Die fangen an, rot zu sein, wenn wir 4 eingeben. Hier sind überall 4, außer an der Stelle, da steht eine 2. Hier sind Vierertaschen. Auch Vierertaschen, Vierertaschen.
Also überall im Oberkiefer sind Vierertaschen, im Unterkiefer haben wir einige Fünfertaschen in dem Bereich und in diesem Bereich auch noch mal eine Fünfertasche. So, ansonsten alles, was 3 mm, 2 mm, 1 mm sein sollte, ist in schwarz angegeben. Und dann haben wir noch diese rosa-roten Bereiche, das sind Blutungen um den Zahn herum, was markiert wurde, um festzustellen, wo es denn geblutet hat bei dem PA-Status vor der Parodontitis-Therapie. Das ist jetzt der Zustand vor der Parodontitis-Therapie, wo wir den Status erstellt haben, wo wir geguckt haben, welche Zähne sind locker, welche Zähne haben Rezessionen, welche Zähne haben eine Furkationsbeteiligung. So, und das schicken wir dann zur Krankenkasse. Die genehmigen das in der Regel, wenn die da keine Probleme sehen. Und das ist sozusagen dann diese P4PA, das ist dann sozusagen der Status. Dann erfolgt ATG und MHU in einer separaten Sitzung, wo wir dann ein Aufklärungsgespräch führen und dem Patienten, das ist der ATG, das Aufklärungsgespräch, Aufklärungs- und Therapiegespräch, und MHU ist sozusagen der mundhygiene, die mundhygiene Unterweisung, der mundhygiene Status. Dort gehen wir mit dem Patienten durch und besprechen, wie der Patient seine Mundhygiene zu Hause aufrechterhalten kann. So, AITA, AITB bezieht sich A auf einwurzelige Zähne, B auf mehrwurzelige Zähne. Das heißt, wir haben insgesamt 12 plus 7 sind 19 Zähne in der Mundhöhle. Und wenn das dann durchgeführt ist, die PA, erfolgt dann 3 Monate später. Nicht ein Tag früher, darf auf gar keinen Fall ein Tag früher erfolgen. Das muss 3 Monate auf den Punkt genau oder später sein. So, die BVA ist die Befundevaluation nach der Parodontitis-Therapie. Und da machen wir genau dasselbe, was wir hier gemessen haben, messen wir nochmal und gucken, wie ist dann die Sache entwickelt, wie hat sich die Sache entwickelt, gibt es da einen positiven Effekt, und dann gehen wir mal 3 Monate später, steht sogar hier, wann das dann gemacht wurde, und zwar ist das AIT am 3.11.21, am 16.03.22, also Dezember, Januar, Februar, März, 4 Monate. Danach haben wir BEVA aufgenommen. Am 16.03. BEVA. Und dann gucken wir mal. Guckt euch jetzt erstmal, prägt euch mal ganz kurz diese Blutung an. Einmal einprägen. Und dann switche ich mal um auf BEVA. So, und da haben wir das neue Bild vom 16.03. Ich switche nochmal zurück. Merkt euch mal jetzt die Blutung, die sind geringer. Da hatten wir mehr. Ja, ich switche mal hin und her. Und prägt euch mal einige Stellen ein. Hier sind fast überall 4 mm. Hier ist 5, 4, 4 mm. Switche ich auch nochmal. Die Fünfertasche ist immer noch da. Oben haben wir schon bereits Zweiertaschen und Dreiertaschen. 2 sind übrig geblieben. Ja, also insgesamt haben wir mehr Zähne, die keine Vierertaschen mehr haben. So. Und das ist natürlich positiv. Und auch die Blutung. Denn Blutung ist ein Anzeichen für eine Entzündung. Und damit können wir dann die Entzündung beseitigen oder gut beherrschen. So, das ist unser erster Fall. So, kommen wir zu unserem zweiten Patientenfall. Wieder dasselbe Spielchen, Blatt 1. Tabakkonsum, 5 Zigaretten. Auch keine Parodontitis-Therapie gehabt. Diagnose ist eine Parodontitis, eine generalisierte Parodontitis. Dann tragen wir auch wieder unsere Parameter ein, ob Zahnverlust,
ob Sondierungstiefen 5, 6 mm betragen. Dann beim nächsten Blatt haben wir dann, ob es sich um eine generalisierte Parodontitis handelt. In dem Falle ja. Gleich größer 30% der Zähne betroffen. Dann Progressionsgrad haben wir Grad B in dem Falle, weil wir nicht mehr als 10 Zigaretten haben. Grad B, Knochenabbauindex zwischen 0,25 und 1. So, und dann kommen wir zu Blatt 2. Und auf Blatt 2 sehen wir folgendes Bild. Die roten Bereiche sind die Blutungen. Die roten Zahlen sind etwas tiefere Taschen. Wir haben jetzt die tiefste Tasche von 6 mm. In dem Bereich. Im Unterkiefer fehlen uns ja einige Molaren, im Oberkiefer auf der linken Seite auch. 6 mm auch hier, in dem Bereich. Und dann vergleichen wir dann nochmal mit einigen Monaten später. Anfang Mai dieses Jahres, da sehen wir viel, viel weniger Blutungen und auch die Taschen sind niedriger geworden. Die 6 mm Tasche ist auf 5 zurückgewichen, die ist von 6 auf 5, von 6 auf 4 mm. Auch diese Tasche hier, die vorher 6 mm hatte, ist jetzt 4 mm geworden. Und wir sehen auch insgesamt die Blutung viel, viel geringer als zu Beginn. So, das war's zum heutigen Video zum Thema PA-Status bezogen auf die Parodontitis-Therapie. Was wir sehen, wenn eine Parodontitis abgeschlossen ist, wie wir das heutzutage überprüfen nach den neuen PA-Richtlinien. Wir messen nochmal die Taschen nach, um einen Erfolg auch zu registrieren und auch festzustellen. Wir haben das sozusagen schriftlich bei uns im PC, so dass wir dann den Patienten das auch zeigen können und auch erklären können, was genau da passiert ist. Es handelt sich um einen dynamischen Prozess. Manche Taschen bleiben wie sie sind, andere Taschen, geringe Taschen, wirklich wenige Taschen, werden gegebenenfalls sogar schlechter, aber die meisten werden im Großen und Ganzen insgesamt besser, flacher, das Gewebe wird straffer, das Gewebe wird fester, es gibt weniger Blutungen, geringere Entzündungszeichen. Das ist unser Ziel, dass wir das gut aufrechterhalten können, die ganze Situation, und der Patient jahrelang beschwerdefrei bleibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like zu diesem Video gebt. Abonniert den Kanal, wenn ihr das erste Mal jetzt dabei seid und euch dieser Inhalt dieses Videos gefallen hat, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Teilt das mit euren Liebsten und kommentiert, fragt nach, wenn es Fragen gibt. Ich werde diese Fragen beantworten. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Ciao.